In diesem Video erzählt Frau Sabrina Gussek über ihre ganz persönliche Shark Tooth Story. Die Erfahrungen, die sie bei ihrer Hallux Valgus Operation und ihrer Plattfuß Operation gemacht hat und welche Probleme Metallschrauben in ihrem Körper verursacht haben. Sabrina, herzlich willkommen. Warum hast du deinen Hallux Valgus und deinen Plattfuß operieren lassen? Dankeschön für die Einladung einmal. Ich habe meinen Hallux Valgus und Plattfuß operieren lassen, da ich diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson bin und in den Nachtdiensten immer wieder Schmerzen hatte, bei mehr Belastung im Dienst und auch nächtliches Erwachen durch Schmerz bedingt. Also die Schmerzen waren bei dir eigentlich der Grund, warum du dich operieren hast lassen? Ja, genau. Hast du das auch irgendwie konservativ probiert vorab? Nein, nicht wirklich. Okay. Also ich habe so Hallux Valgus Schienen gehabt, in der Nacht zu tragen, aber das hat alles nichts gebracht. Warum ist jetzt dein Operateur, der Privatdozent Dr. Pabinger, quasi dein Hallux Valgus Held? Im Nachtdienst dann, also wenn meine Patienten geschlafen haben und bevor ich meine nächste Runde gegangen bin, habe ich mich dann im Internet schlau gemacht über Hallux Valgus Operationen und Plattfuß Operationen. Und durch das, dass der Dozent Dr. Pabinger Knochensubstanzschraufen verwendet und diese man natürlich dann nicht einen Bohrdraht entfernen muss beim Hallux Valgus, habe ich mich dafür entschieden, bei ihm mich zu operieren lassen und seine Erfahrungswerte. Da er viele Profisportler operiert, habe ich mich einfach in sicheren Händen gefühlt. Bei deiner Plattfußoperation, da sind ja Schrauben aus Metall eingesetzt worden, also nicht die Shark's Claw aus Knochen, sondern Schrauben aus Metall. Und diese Operation oder die Nachbehandlung ist ja nicht ganz komplikationslos verlaufen. Was ist denn da passiert? Also 8 Wochen später habe ich einen Staphylococcus aureus entwickelt, sprich meine Fersenbein hat angefangen zum Eitern. Daraufhin war ich dann im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Die haben einen Wundabstrich genommen. Und da ist dieser Keim festgestellt worden, der sehr schmerzhaft war. Und leider waren auch diese Metallschraufen schon damit betroffen, dass wir uns dann entschieden haben, diese zu entfernen. Damals ist ja dein Plattfuß mit Schrauben aus Metall versorgt worden. Mittlerweile wäre das ja ganz normal problemlos mit Schrauben aus menschlichem Knochen möglich. Wenn du jetzt wieder eine Operation hättest am Plattfuß, für was würdest du dich entscheiden? Metallschraube, Metallplatte oder Schraube aus menschlichem Knochen und warum? Die Schraube aus menschlichem Knochen, da eine Metallentfernung nicht notwendig ist, weil ab jetzt Metallschraufen im Schuh störhaft sind beim Fersenbein hinten, merkt man erst, wenn man wieder wandern geht oder irgendeinen Sport betreibt. Sabrina, vielen Dank für diese spannenden Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Hast du noch Fragen zum Plattfuß, Hallux Valgus oder Shark's Claw, dann findest du unter dem Video wichtige Links zu diesem Thema zusammengefasst. Bis bald!